Ich will jetzt so lange resten, bis dieser scheiß Sandsturm vorbei ist. Ich kann es nicht ertragen, ganz ehrlich, das ist so schlimm. Weil ich den Kollegen... Der läuft immer noch da hinten rum. Ah. Nee, ich sag's euch. Hält der Sandsturm überhaupt mal auf? Wenn nicht jetzt, dann renne ich einfach weiter, ist ja egal. Na gut. Da oben haben wir schon mal einen Höllenhund. Wahrscheinlich wird er da wieder wie eine besenkte Sau hinrennen. Ach komm, scheiß auf den Kollegen. Wenn er hinterher kommt, dann ist es gut. Wenn nicht, dann hat er selber. Das ist mir auch egal. Und 150 Draken, die kriegen wir ja eigentlich auch schnell zusammen, davon abgesehen. Also, fuck off! Wenn er hinterher kommt, wie gesagt, ist gut. Wenn nicht, ist es auch kein Problem, ist auch kein Verlust für uns. Oh, nur mit Magic? Komm schon. Yay! Perfekt. Ein Alit mit Magic, bitte. Gern geschehen. Nee, Kleber kommt nicht hinterher. Ist ein Problem. Aber wir müssen sowieso, wie gesagt, den Weg gehen, weil wir ja an den Bergen da nicht vorbeikommen. Oder? Ah, ja, okay, wir müssen zumindest nicht Richtung Nisses, also nicht Richtung Höhle. Wo er hin muss, was da hinten in der Distanz, das habe ich noch nie gesehen. Das sieht nach einem Camp aus. Yep. Mal schauen, ob die eventuell uns wohlgesonnen sind oder nicht. Ah, wahrscheinlich letzteres, denke ich mal. Oder? Machen wir schon mal hier den Eisbiss raus. Ja, das war mir schon fast klar, dass die uns nicht wohlgesonnen sind, aber es hätte ja sein können. So, schön. Ach, der ist auch ganz schön flink hier, der Kollege. So, das ist doch mal ein Schaden. Das gefällt mir. Was auch immer, die ist gerade hier attackiert. Ah, komm, triff schon. Ach, da ist noch einer mit Bogen unterwegs. Das ist, da hätte ich mir mal die Spells aufheben sollen jetzt für den, weil der... Wird der... Moment, wir müssen den irgendwie in eine Falle locken, dass der... Weil die rennen halt immer nach hinten und sind unglaublich schnell. Deswegen sind die eigentlich kaum zu treffen auf Close Range. Deswegen müssen wir den irgendwie in ein Feld, dass der irgendwie in den Felsen rennt. Genau so. Leichteste Taktik für solche Kollegen. Gehst du auch mal down heute? Ist das dein Plan? Na, endlich. Na, du kommst hier nicht raus, Junge. Kommst hier nicht raus. Treff! Doch! Jawohl. Okay. Da haben wir sogar ein paar Sachen, die uns ein bisschen was bringen. Zum Beispiel das hier. Allzu viel können wir leider nicht mitnehmen, weil wir ja eben... sorry. Verperlung, damit wir da overencumbered werden. Gut. Aber so viele gute Sachen haben sie dann doch nicht dabei, wie ich dachte. Das hier können wir mitnehmen. Und das war's schon, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob da hinten noch eventuell irgendwas ist. Im Camp, letzten Endes. Ne, ich hab der Kollege ist verschollen. Den wir hier eskortieren sollten. Aber wie gesagt, nicht mein Problem, nicht unser Problem, nicht euer Problem. Keine Sorge, das ist seine eigene Schuld gewesen. I don't give a shit. 50 Draken. Das ist doch mal ein Wort. 35? Ne, 3, okay, ich dachte gerade schon. Balls to the walls. Aber wo schlafen die Kollegen eigentlich, wenn sie überhaupt keine Betten haben oder so? Merkwürdig. Aber wozu brauchen die eigentlich 50 Draken, wenn sie hier in der Wildnis sind? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ist ja nicht so, als ob die irgendwas kaufen würden oder könnten. Der da vorne? Nee. Doch. Ich glaube, das ist deswegen wegen dem Kollegen da hinten kann ich nicht resten. Oh yeah! Oder bist du derjenige welche? Ich weiß nicht, irgendwie ein Spell, mit dem man Mana wieder restoren kann. Oh Gott. Das kann dann mal eng werden hier. Das kann dann mal richtig tight werden. Ugh. Okay. Kann ich resten? Yes! Und rechts haben wir wieder einen Netchbullen, ey. Die sind aber hier...
relativ häufig. Aber schon mal gut, dass der mir hier nicht anscheinend so in der Nähe rumschwebt. Muss man hier lang? Nee. Schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Hier scheinen wir ja ein bisschen vom Weg abzukommen zumindest, aber wir müssen halt weiter Richtung Norden. Wenn ich da hochkomme, heißt das. Ja, das sieht gut aus. Und gleich sind wir auch an der Küste. Da müsste sich irgendwo links von uns, glaube ich, dann auch cool erstrecken. Wäre ziemlich cool, wenn wir das noch auf der Karte markiert kriegen. Da unten haben wir einen Scrub. Danke, dass ihr keinen Schaden genommen habt. Das wäre eventuell ein Insta-Kill gewesen. What? Ich wollte jetzt mal hier schön auf Long Range hier snipen, aber du musst mir natürlich hier wieder in die Zwille schuppen. Komm her. Ah, take it. Yeah! Okay, jetzt sind wir natürlich infiziert. Wir sehen es hier, wir haben Geschicklichkeit und Schnelligkeit ist verschlechtert. Aber wir können uns ja heilen. Wir haben ja ein Spell dafür. Ah. Ja, Moment, hier war's. Gewöhnliche Krankheit heilen, da haben wir es doch. Schauen wir mal. Ob das klappt. Ich warte so lange jetzt, bis der Spell klappt. Damit das schon mal klar ist hier. So, hat's geklappt? Yes! Perfekt. So viel dazu. Machen wir hier wieder unser... machen wir mal Funken. Und weiter geht's. So, jetzt mal einen Funken ab. Und we're good to go, wie man so schön im Neudeutsch sagt. Das war ja noch mal. Yes. Wunderbar. Müsste eigentlich sehr effektiv sein, laut Pokémon-Regel. Blitz gegen Flug. Nicht hier jedoch. So, und sobald wir hier an der Küste sind, können wir uns auch direkt aufmachen nach rechts, Richtung Oshilaku-Lager. Ich schau grad nochmal. Da ist noch irgendwas, was ich nicht lesen kann, hier irgendwo. Ich hasse euch, ist euch das eigentlich klar? Aber ich glaube, wir gehen erstmal nach links, damit wir eben hier cool markiert kriegen auf der Karte. Und von cool aus kann man übrigens nach Blood Moon reisen, also nach Solstheim. Bringt uns natürlich nichts, weil ein LP dazu habe ich ja schon mal gemacht, deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall nicht aufmachen Richtung Solstheim, so gerne ich das auch hätte, aber Cheap Plug, wie gesagt. Das LP zu Solstheim war eines der, oder Blood Moon, es war eines der ersten, die ich jemals gemacht habe. Ist vielleicht sogar ganz gut geworden, also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und wir nehmen erstmal hier ein paar Tränke zu uns, denn der Kollege hier scheint es auf jeden Fall ernst mit uns zu meinen, so wie es aussieht. Ah, mit Spells bringen wir gerade nicht. Mann! Nein! Oh mein Gott! Das ist... Oh. Spit! Genesungstrank. Oh, you son of a fuck! Sorry, aber... Das war gerade extrem unnötig, was der gerade hier abgezogen hat. Okay, Moment, ich nehme nochmal hier einen kleinen Magietrank. So. Nehmen wir noch einen. Habe ich noch einen hier? Einen stärkeren oder so? Ne, sieht nicht so aus. Damit ich eben jetzt hier nicht resten muss, weil das wäre ein bisschen blöd, wenn ich schon vorher hier einen Trank mehr eingeschmissen habe, der mich so relativ auf Full HP wieder bringt. Und was ist hier nicht richtig? So. Schiffswrack-Oberdeck. Lass mal sehen, Matrose, wo ist hier der Deck?